Bitte, so wird euch gegeben. Erstmal ganz lieben Dank. Ich glaub's ja nicht. Jetzt bin ich aber richtig platt. Muss mal kurz abschalten. Hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir ein Päckchen auspacken. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das nur ein Fanpäckchen ist oder ein Care-Paket. Das werden wir gleich sehen, wenn wir das Päckchen aufmachen. Ich habe das Päckchen schon seit, seit 3 Tagen hier bei mir und wollte es eigentlich mit Nicole zusammen aufmachen, aber irgendwie haben wir es nicht geschafft und darum mache ich das jetzt heute mal alleine, denn meine Spannung ist dermaßen gestiegen, ich will jetzt unbedingt wissen, was da drin ist und außerdem ist scheiß Wetter draußen und ja, dann packen wir das Päckchen jetzt mal zusammen aus und Nicole kann sich den Film dann angucken. Wie immer weiß ich natürlich nicht, was uns erwartet und ja, ihr seid jetzt live dabei und wir packen das Päckchen jetzt mal aus. Zunächst müssen wir natürlich öffnen, ne? Öffnen wir unser Messer. Bin echt mal gespannt. Wie gesagt, es ist ja auch manchmal so, dass man Pakete bekommt und ja, man kennt die Leute eigentlich gar nicht. Und in dem Fall jetzt steht hier nur ein Nachname drauf. Und kein Vorname. In der Regel kann ich mit Vornamen eher was anfangen als mit Nachnamen. Kriegen wir denn noch offen heute hier? Jo. Wir haben es geschafft. Päckchen ist auf. So, und jetzt schauen wir mal rein. Ja. Das sind Windeln. Und ja, eine nette Idee, so ein Päckchen auszufüllen. Und wofür die Windeln sind? Ja, natürlich für Melody, ganz klarer Fall. Und das dauert jetzt auch nicht mehr ganz so lange, weil ich denke mal jetzt 10 Wochen ungefähr sind das noch und dann ist die Kleine da und dann wird das Leben richtig interessant. Windeln! Ach, jetzt sind die Päckchen auch noch nummeriert, das ist ja lustig. Hier haben wir Nummer 2, Nummer 3, Nummer 1. Moment. Hier haben wir noch eine Windel. Also echt eine nette Idee, weil dann fliegen die Klamotten natürlich nicht in der Kiste hier rum, weil das sind jetzt alles Einzelpäckchen. Ich gucke gerade mal, ob noch ein Brief dabei ist. Nein. Aber eine Broschüre. Zeige ich natürlich auch, ganz klarer Fall. Bibel TV. Kenne ich jetzt noch nicht. Kann ich ehrlich gesagt im Moment auch gar nicht gucken, weil ich nur eine Zimmerantenne habe. Aber schauen wir uns später mal an. Also Nummer 1. Ey, das muss ich natürlich auch zeigen hier. Kriegen wir das dann drauf? Aber ich habe jetzt eine schlechte Einstellung hier drin. Der Winter kommt bestimmt. So, dann machen wir mal auf. Spannung steigt. Lalalalala. Komisch, mach doch einfach auf, Mensch. Ja, mach das doch wie die Kinder, ne? Gucken, dass wir nichts verpassen, nämlich dass doch irgendwo noch ein Brief drin ist. Das ist ja genial. Das ist jetzt nicht für Melodie. Ich denke mal, ist noch ein bisschen groß. Aber für mich, für den Winter, total genial. Ganz lieben Dank, unbekannterweise erstmal. Woher kennst du denn meine Schuhgröße? Das würde mich ja mal interessieren. Okay, machen wir jetzt mit Nummer 2 weiter. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Wie gesagt, ich finde das jetzt leider nicht so richtig auf dem Schirm hier, weil wie gesagt, Kameraeinstellung, rund, Fragezeichen, Fragezeichen. Was kann das sein? Rund, Fragezeichen, Fragezeichen, rund. Und? Mir fällt nichts ein jetzt, ehrlich gesagt. Rund, ein Teller. Gucken wir einfach mal rein. Wir sind mal ein bisschen schlauer. Wollen wir nicht lange überlegen. Rund. Mit Noppenfolie, da freuen sich die Kinder. Peng, peng. Bin ich mir nicht ganz sicher. Gucken wir mal rein. Ja. Gucken wir doch mal rein. Und das
Päckchen ist nochmal extra verpackt. Ja, vorsichtig. Das schau an. Ein Teller. Da lag ich doch richtig. Lol. Aber das scheint ein... Bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Das ist... ist er selbst getöpfert oder... kann ich so jetzt nicht sagen. In weiß, okay. Kommen wir zu Nummer 3. Okay. Teezeit. Ich habe schon eine Menge Tee und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Da bin ich ja echt mal gespannt. Jo. Was? Werden wir gleich vielleicht auch wissen, wofür der Teller ist. Make it open, make it open. Bitte heute noch mal besser wird, damit ich auch draußen was filmen kann. Wenn nicht, dann machen wir das morgen. Oh, ein großer Teepot. Sag mal. Mit Loch drin. Na toll, wie soll ich denn daraus Tee trinken? Sag mal. Ich lach mich weg. So. Das ist natürlich total genial, jetzt ist die arme Blume runtergefallen. Mein Gott, ey, ich bin nicht ganz durcheinander hier. Ist heile geblieben. Ja, das ist eine Elefantentasse. Aber eine total geniale Idee. Denn, jetzt wissen wir auch, drin muss ich da wieder raus, wofür der Teller hier ist. Und ich finde das total klasse, dass die Sachen heile angekommen sind. Das ist echt genial. Stand ja auch drauf, Vorsicht, Glas. Da war ich erst ein bisschen irritiert und ich hatte auch den Karton geschüttelt und dachte mir, Glas ist ja gar nicht drin. Aber das ist ja wohl Bombe. Also, ich denke mal, auch dafür werden wir mit Sicherheit einen genialen Bonsai finden, um den da reinzupflanzen. Also das ist eine total coole Geschichte. Also mit Lavendel übrigens drauf. Ich hoffe, man das erkennen kann. Und ich aufpasse, dass mir das Ding jetzt nicht auch noch runterfällt hier. Mein Talent gerade eben. Lavendel, lass jetzt mal stehen hier. Ich jetzt die noch umschmeiße. Das wäre natürlich echt total schade. Bitte, so wird euch gegeben. Erstmal ganz lieben Dank. Bin ich aber echt gespannt. Hoffentlich ist der nicht schon zu lange auf der Reise, sonst dürfte ich den jetzt gar nicht aufmachen. Aber machen wir jetzt einfach auf. Ist ja kein Geruchsfernsehen. Schade, dass Nicole jetzt nicht dabei ist, aber die kann sich den Film nachher angucken. Lecker süß. Firmenname sagen wir jetzt nicht. Ich glaub's ja nicht. Jetzt bin ich aber richtig platt. Muss mal kurz abschalten. Ja, sorry, ich musste gerade erstmal ein bisschen Luft holen, weil jetzt war ich doch sehr, sehr überrascht, liebe Sissi. Das ist einfach nur grandios. Ganz, ganz lieben Dank. Also, warum ich jetzt so platt bin, ist ganz klar. Für mich, logisch. Ich denke, Sissi wird es vielleicht auch denken können. Ich habe das hier mal in einem Film, ne, ich glaube sogar in mehreren Filmen schon vor Sissi gesehen. Und ja, ich war mal so frech und habe mal gesagt, oh, den würde ich gerne haben. Und dann habe ich mal gefragt, wo gibt's den denn, wo kann man den denn haben? Und dann hat sie so scherzhafterweise mal reingeschrieben, ja, sowas gibt es bei mir, glaube ich, in der Richtung. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall, das ist so genial.
Ein schicker kleiner Stuhl. Und ich fand den so klasse. Ja, mir ist immer noch ganz heiß. Sissi, ganz, ganz lieben Dank. Das ist so toll, super. Einfach nur klasse. Ja, der Deadlift ist platt. Liebe Sissi, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Einfach reden. Ganz, ganz lieben Dank und mir fällt immer noch nichts ein. Ich bin so baff. Total genial. Das ist so lieb von dir, echt super. Ja, das war jetzt mal ein anderes Auspacken. Und das hat total Spaß gemacht. Also ich fand es echt super. Nochmal ganz lieben Dank, Sissi. Ich bin echt immer noch total hin und weg von diesem kleinen süßen Stuhl. So, ich mache mal eine kurze Pause und wir sehen uns gleich nochmal kurz wieder. Das habe ich dann jetzt erst gesehen, weil ich ja beim Aufmachen in der Regel eigentlich nicht so auf den Karton gucke, wenn ich den aufmache. Also man sieht, das ist also das Innenteil. Ohne Worte, Überraschung, auspacken, erst 1, 2, 3 und dann 4. Na, zum Glück habe ich das in der Reihenfolge gemacht, aber war ja auch logisch. Sei gespannt. Grüß die ganze Familie. Raten, na, wer schickt hier was? Sissi. Mann. Verdückt. Da freut sich aber einer. Ich würde sagen, Sissi, die Überraschung ist dir gelungen und du hast einen Menschen wirklich sehr, sehr glücklich gemacht. Das mit dem Stuhl, dass ich den mal bekomme, hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ich dachte, du schickst mir irgendwann mal einen Link, wo man die herbeziehen kann oder so. Nein. Die Sissi hat mir den Stuhl geschickt. Bittet, so wird euch gegeben. Total klasse. Die sind lecker. Rittersport. Total lecker. Tja, ich hoffe, euch hat das Auspacken auch gefallen und ihr hattet Spaß dabei. Das war diesmal wirklich eine sehr, sehr freudige Überraschung und ich bin immer noch hin und weg. Ganz lieben Dank, Sissi. Wir sehen uns in deinem Kanal auf jeden Fall. Und den Kanal von Sissi, den setze ich auch unten mal in die Beschreibung rein. Könnt ihr mal vorbeigucken. Das ist eine ganz, ganz liebe. So, bis denn. Ciao. Bitte, so wird euch gegeben. Erstmal ganz lieben Dank. Ich glaub's ja nicht. Jetzt bin ich aber richtig platt. Muss mal kurz ausschalten.